Moin Jungs, Edis back und willkommen zur 1364. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir sind im End, mal wieder. Und ich habe mich eingebaut, damit mich die Viecher hier nicht killen. Wie der zum Beispiel. Das ist, ja. Wir haben immer noch die Mission, dass wir Baumaterialien sammeln für unser Nether Hub, weil wir ja da so ein kleines End-City-Gebäude bauen möchten, wo unser Endportal, Nether-Portal steht. Und weil wir beim letzten Mal es nicht geschafft haben, genug Sachen, genug Materialien mitzunehmen, müssen wir halt wieder hier hin. Ist nicht super, aber ist jetzt auch nicht unfassbar schlimm. Deswegen nehme ich mir hier einfach noch mal ein bisschen was mit. Vielleicht nehme ich mir halt auch ein bisschen noch als Reserve mit. Einfach damit ich was auf Tasche habe und hier nicht allzu schnell bald wieder hin muss. Weil auch wenn wir jetzt hier relativ viel Zeit verbringen, finde ich es hier trotzdem echt nicht geil. Also wirklich nicht. Ich kann es hier überhaupt nicht leiden. Und was wir halt auch noch brauchten, sind nicht nur die Chorus Fruits, sondern, jetzt muss ich gucken, dass ich hier keinen Typ angucke, die Dinger. Okay, mein PC mag die Dinger nicht. Ich schmeiß die weg. So, Chorus Flower. Scheinbar. Das war zumindest das, was Justus kommentiert hatte, dass wir das brauchen. Und ich muss jetzt gucken, dass wir die irgendwie abgebaut kriegen, zumindest ein paar. Ich hab echt keinen Bock, hier einen Enderman anzugucken. So, lass mich die mal vielleicht hier direkt in die Hotbar tun, damit ich auch genau sehe, direkt wie viel wir haben. Nee. So. Ich habe auch keinen Plan, wie viel wir uns davon jetzt mitnehmen sollen, weil ich nicht weiß, ob man davon einfach neue kriegt oder nicht. Ah, okay, man muss sie direkt abbauen, ne? Das ist natürlich gut zu wissen. Das ist keine. Ja, ich könnte natürlich auch einfach versuchen, irgendwo auf so einem Baum drauf zu landen. Aber sind wir mal ehrlich, das ist nicht so einfach. So, lass mich nochmal versuchen. Vielleicht hier. Oh, okay. Hat geklappt. Also, dann haben wir den und den. Weil ich würde es halt gerne so machen, dass wir ein paar von diesen Bäumen auch einfach in der Nähe von dem Portal platzieren, dass das noch so ein bisschen Deko ist. So. Ja, der fällt runter. Das ist wieder typisch. Okay. Na gut, hier haben wir alles schon, dann geht's jetzt runter und ich glaube, dann haben wir auch genug. Wir haben 12 Stück. Das reicht mir auf jeden Fall. Guck mal, das sieht aus, als wäre das ein kleiner Enderman. Okay, lass mich überlegen, bevor wir jetzt wieder abzischen. Wir haben noch nicht alles, ne? Wir brauchen noch ein paar von den Purpur-Dingern und ich weiß, die kann man auch craften. Aber warum sollen wir die craften, wenn wir die auch einfach hier abbauen können? So ist ja nicht so schwer, die einfach abzubauen. Und hier oben sollten wir auch in Ruhe gelassen werden von den blöden Endermen. Deswegen baut das jetzt hier einfach ab. Genau, und wir brauchen noch ein bisschen von dem lila Glas. Ich habe natürlich überhaupt nicht genug Platz im Inventar, fällt mir gerade auf. Und ein, das ist mal wieder richtig clever gewesen von mir, so wie ihr mich halt auch kennt. Ne? Ich bleibe mir wenigstens treu, das muss man mir lassen. Aber nicht so, wie ich es gern würde. So, pack die weg. Ich glaube nicht, dass ich die brauche. Beziehungsweise, ich glaube, das ist was ich am wenigsten von den ganzen Sachen brauche. 43. Okay, jetzt noch ein bisschen. 46. Was kann ich noch wegschmeißen? Also die die Emeralds, die brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Ansonsten, ich meine, ne, so ein paar Schalter sind jetzt auch nicht so wichtig. Ich packe die Emeralds weg. Das war auch irgendwie so ein Brain-AFK-Moment. Weil ich habe einfach gedacht, komm, dann werde ich die Sticks im Inventar los, indem ich die bei dem Villager trade. Habe aber natürlich überhaupt nicht dran gedacht, dass ich dafür ja dann Emeralds krieg. Ja, war nicht einer meiner hellsten Momente, wenn ich ehrlich bin, aber gut. So, lass mich kurz überlegen. Ich nehme hier nochmal ein bisschen mehr mit, dass wir zumindest einen Stack voll kriegen, denke ich mal. Und dann sollten wir good to go sein. Nehmen wir uns die noch mit. Zack. Und den noch mit. Und
den noch mit. Habe ich den jetzt? Keine Ahnung. Und dann nehmen wir uns hier noch das lila Glas mit und dann können wir uns auch schon wieder verziehen. Dann gehen wir endlich wieder in schönere Gefilde. Ich wollte gerade sagen, in schöne Gefilde, aber das ist gelogen, weil wir immer noch im Nether sind. Dann, oder aktiv sein müssen, weil wir da ja auch noch nicht fertig sind. Und schön kann man das wirklich nicht nennen. Ich nehme mir extra mehr mit, damit wir auch einfach mal ein paar davon haben, weil die kann man ja auch mal für irgendwas benutzen. Die sehen ja eigentlich auch ganz schön aus. Man könnte natürlich auch einfach Scheiben draus machen und nicht die Blöcke behalten. Dann wird man da auch einfach noch mal ein bisschen mehr draus kriegen. Aber das wäre zu einfach. Und es sieht halt dann auch nicht mehr genauso aus wie das Original. Und das geht ja nicht. So. Flieg. Okay, wir werden jetzt einfach wieder gucken, dass ich hier nicht zu tief fliege. Und dann einfach in die Mitte zurück. Wir haben die Flower. Wir haben Stained Glass. Wir haben Endstone. Wir haben Endrods. Wir haben die Fruits. Und wir haben Purpurblöcke. Nicht super viele, aber genug, um den Rest vom Dach zu machen. So, ich muss ein bisschen nach oben. Vielleicht noch ein bisschen nach oben. Und während wir das jetzt machen, kann ich euch noch was Kleines erzählen. Erstmal habe ich gerade Cars 2 geguckt. Und dann bin ich hier in mein Zimmer gegangen für die Aufnahme und habe erstmal gesehen, dass ich den, habe ich euch letztens schon erzählt, aber einen Charakter daraus als Modellauto halt wirklich eine Armlänge neben mir stehen habe. Was ich witzig finde und auch McQueen und Francesco Bernoulli habe ich auch hier stehen in der Nähe, aber die sind ein bisschen weiter weg. Nicht angucken. Uiuiui. Gut. Ne? Das fand ich sehr witzig. Davor habe ich die Incredibles 2 geguckt. Den habe ich noch nie geguckt. Und ich habe gestern, ich weiß es nicht mehr, habe ich Teil 1 nochmal geguckt. Den kannte ich. Der ist allerdings auch von 2004. Irgendwie, ja, auf jeden Fall sehr alt. Und den kannte ich und den fand ich damals schon nicht so geil. Aber wie gesagt, ich bin halt im Moment so ein bisschen auf meiner Disney Plus Kinderfilm nochmal gucken Phase hängen geblieben. Und ich weiß auch nicht ganz wieso. Außer weil ich irgendwie ein bisschen Langeweile habe. Aber gut. Ja, ich habe auf jeden Fall den geguckt, fand den nicht so geil. Habe dann heute Teil 2 geguckt und Teil 2 hat mir viel besser gefallen. Das war echt krass. Das war viel mehr meins. Ich kann auch nicht genau sagen, wieso. Aber ich habe zum ersten... Doch, ich kann eigentlich... Ich kann nicht genau sagen, wieso, aber lasst mich euch erzählen, wieso. Das ist auch typisch für mich. Ich glaube, das mache ich öfter. So, also ich kann euch sagen, wieso. Und zwar... ist das dumm. Und zwar... im ersten Teil habe ich es nicht wirklich geschafft, mit den Charakteren eine große Verbindung aufzubauen. Und das war beim zweiten Teil, warum auch immer, viel einfacher. Also wirklich, also viel einfacher. Und dadurch ging es dann. Das war jetzt irgendwie eine ziemlich einfache Erklärung. Dafür, dass ich gesagt habe, ich kann es nicht erklären. Aber reden wir nicht drüber. So, jetzt machen wir erstmal hier weiter. Wo wir gestern aufgehört hatten. Sollen wir das einfach hier komplett so ziehen? Oder lass mich vielleicht so machen. Ja, so können wir es machen. Nein, nicht so. Dumme. Bam, 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 bam. Den müssen wir neu machen. Was ist das für eine Melodie, die hier oben gerade kommt? Die kam noch nie. Das sind einfach so Endgeräusche. Also das ist das Portal. Das ist das Portal. Ich wollte schon sagen, was ist denn das? Das hört sich übel spooky an. So. Und dann setzen wir hier mal noch den Rest aufs Dach. Und freuen uns, dass wir endlich mit dem Müll fertig sind. So. Jetzt mich einmal noch hier unten ausleuchten. Nicht, weil ich weiß, dass wir es müssen, sondern weil ich befürchte, dass wir es müssen. So. Wundervoll. Dann hatte ich mir noch überlegt, man könnte mit den Endrods hier auf jeden Fall noch ein bisschen dekorieren auf dem Dach, weil es halt einfach dunkel ist. Dann habe ich aber auch gedacht, okay, aber wie macht man es, dass die jetzt nicht hier einfach so
wie so Finger nach oben gucken, wie so Antennen. Und dann habe ich gedacht, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Und dann habe ich es erstmal aus meinem Kopf wieder verbannt. Ja, es war eventuell dann eine kurze Überlegung, aber es war eine Überlegung. Sie hat stattgefunden, sie hat nicht funktioniert. Warum sind das drei und das sind zwei? Oh, nee, oder? Oh, nö. Also ich meine, es macht ja Sinn, weil insgesamt sind es halt sechs. Oh, nö, oder? Ach Mann, ihr sagt auch nichts. Ihr lasst mich das die ganze Zeit machen und nicht einer von euch kommt auf die Idee, mir zu sagen, dass das eventuell dumm ist. Okay. Ich meine, es ist ja nur eine Seite. Es ist ja nicht viel. Es ist ja nicht so, als hätten wir das gerade uns gefreut, dass wir fertig sind. Naja, egal. Scheiß doch drauf. Was soll's? Macht man ja und jetzt halt nochmal. Ist ja egal. Naja, wir haben es ja nicht zum ersten Mal verbockt. Ne? Es ist ja öfter so, dass wir immer mal wieder was nochmal bauen müssen. Naja. Es hat ja so viel Spaß gemacht. Dann stört das ja nicht, wenn man hier jetzt einfach noch ein bisschen weitermacht. Es war so schön. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dieses Haus zu bauen, dass ich noch weitermachen wollte. So können wir es doch sagen, oder? So klingt es doch direkt viel positiver. Lassen wir das mal die offizielle Version sein. Die inoffizielle, da reden wir nicht drüber. So habe ich wenigstens noch mehr Zeit, mit euch über Sachen zu reden. Weil beim Bauen, finde ich, ist das immer am chilligsten. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ja gut, wie wir das hier dann machen, ist auch noch die Frage. Ich denke mal, dass wir dann einfach so machen. Dass wir dann hier eine Dreier-Dings machen. Dann setzen wir das ein rüber und dann, ja, das geht schon. Ist nicht geil, aber geht schon. So. Dann. Bam. Natürlich, das Dach müssen wir dann auch neu setzen. Ne? Okidoki. Das kommt neu, das kommt neu. Manchmal denke ich, der nimmt die Sachen nicht auf. Ich weiß auch nicht. So. Und so. Und dann machen wir den. Machen wir so hier hin. Das machen wir hier auch. Ich hoffe, ich habe genug davon. Ich habe auf jeden Fall genug davon, aber das ist nicht, was ich meine. Zack. Geh weg. Bam, bam. Jetzt weiß ich auch überhaupt nicht mehr, worüber ich mit euch reden wollte. Das ist natürlich jetzt auch typisch. Was war denn noch das andere, was ich euch erzählen wollte? Weiß ich nicht. Cast 2 war auf jeden Fall cool. Aber den mochte ich eh. Immer den Film. Also von daher, das ist jetzt keine Überraschung. Kann ich euch auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Ich war sehr erschrocken, dass beim letzten Mal einer kommentiert hat, er hat noch nie Cast gesehen. Habe ich gedacht, wie ist das möglich? Weil ich finde, also das ist halt so ein Disney-Film der goldenen Generation, ne? Als sie noch geil waren. Und also, das muss man. Also, da mache ich auch keine halben Sachen. Den. Ja, weiß ich nicht. Fand ich erschreckend. Fand ich auch schade für den. So, weil das ist ein geiler Film. Aber gut. Kann er ja noch nachholen. Und irgendeiner hat kommentiert, da war ich mir nicht so ganz sicher, was mit dem falsch ist. Ob ich ihn anpinnen kann, den Kommentar von ihm. Aber er hat einfach nur geschrieben, kannst du mich anpinnen, bitte, bitte. Und dann habe ich mir gedacht, warum? Also, okay, es sieht doch andersrum besser aus, weil dann sieht das aus, als wäre das da richtig verbunden. Jetzt haben wir hier drin wenigstens auch richtig Licht, auch geil. Ja, auf jeden Fall habe ich dem dann geschrieben, ja, wenn du was von Wert schreibst, würde ich es auch eventuell machen. Aber da kam dann noch keine Antwort drauf. Ich denke mal, den habe ich verkrault. Naja. So, Leute. Naja, brauche ich auch nicht. Das klingt böse, aber was habe ich von so einem Kommentar? Und was hat er davon? Ich kann nicht reden. Was hat er davon, wenn ich seinen nichts aussagenden Kommentar dann anpinne? Also, da ist sein Tag nicht besser von und mein Tag auch nicht. Denke ich mal. Egal. Soll ja nicht mein Problem sein. So. Und so und so. Der muss ja dann auch noch anders. Der muss dann so rum.
Und dann machen wir. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt machen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich muss hier gefühlt eigentlich das ganze Dach nochmal wegreißen. Nicht, weil ich das ganze Dach nochmal wegreißen muss, sondern weil mein Kopf das sonst nicht hinkriegt. Weil ich mir das sonst bildlich nicht vorstellen kann. Naja, wir sind eh gerade dabei. Oh scheiße, wir haben nicht genug Zeit. Ah, schön. An manchen Tagen läuft es einfach. Okidoki. Also, das hier muss 3 breit sein. Und dann muss das hier so, dann muss das hier so. So und so und so. Dann kann man das verbinden. Und dann so. Irgendwie, ich bin schon wieder komplett verwirrt. So oder wie? Jo. Okay. Bam. Und dann den weg. Und dann den. Und dann hin. Ich glaube, so geht's. Was sind das auf einmal für Geräusche? Die waren hier doch sonst noch nie, oder? Ist das richtig so? Ich bin so verwirrt. Hä? Oh Mann. 3. Dann ein nach außen. Und dann bis hinten. 3. Dann ein nach außen und dann bis hinten. Okay. So. Quasi. Und dann könnte man noch den ersetzen. Und dann könnte man noch den ersetzen. Und dann könnte man den noch dahin. Und das macht immer noch keinen Sinn. Warum ist die Seite denn länger als die Seite? Guck mal, hier ist 1, 2, 1, hoch. Hier ist 2, 2, hoch. Hä? Keine Ahnung, wir werden es heute nicht mehr lösen. Wenn es euch gefallen hat, ich weiß, es ist komplett durcheinander. Gerne ein Like und ein Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.